Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu diesem Input-Video zur zweiten Sitzung unseres Seminars Sprache und Invektivität. Heute mit der Grundlagensitzung. Wir wollen die Frage klären, was ist überhaupt Invektivität? Dazu haben Sie den Grundlagentext von Ellerbrock et al. Gelesen. Da möchte ich gerne die wichtigsten Punkte zusammenfassen, bevor wir es dann gleich in der Gruppenarbeit auch direkt anwenden werden. Doch ich möchte gerne beginnen mit einem Rückblick auf die letzte Sitzung. Da hatten wir schon mal hier diese allgemeine Definition von Invektivität kennengelernt. Ich gehe auch gleich nochmal vertieft darauf ein. Wir hatten auch gesehen an einer Reihe von Beispielen, dass Invektivität seit jeher wissenschaftlich reflektiert wird. Wir können bis zu Platon oder noch weiter zurückgehen, aber auch vor Gerichten zum Beispiel wird Invektivität natürlich auch ganz praktisch reflektiert und wir alle tun das auch im Alltag, wenn wir uns überlegen, ob jetzt etwas beleidigend war oder nicht, weil wir uns gekränkt fühlen und so weiter. Strittig allerdings ist in der wissenschaftlichen Reflexion über dieses Phänomen seit jeher, was eigentlich an Sprache wodurch verletzend wird und genauso ist strittig, was eigentlich verletzt wird, wenn wir von verletzender Kommunikation sprechen. Und dazu wollen wir eben im Verlauf des Semesters einige Theorien und Positionen kennenlernen. Wir haben gesehen, dass wir in der Sprachwissenschaft verschiedenste Zugänge haben zu diesem Phänomenbereich Invektivität. Wir können anfangen bei der Malediktologie, also der Schimpfwort- und Fluchforschung, über die Gesprächsanalyse bis hin zu Feldern wie Diskurslinguistik und Internetlinguistik. Und all diese Bereiche werden wir auch im Seminar behandeln. Dann also die Frage, was ist eigentlich Invektivität? Sie hatten, wie gesagt, die Gelegenheit, den Grundlagentext zu lesen, der zugegebenermaßen sehr dicht ist, eine Fülle an Informationen bereithält und mal das ganze Panorama einfach aufmacht. Sie hatten vermutlich mal doch vielleicht ein bisschen Mühe, sich darin zurechtzufinden. Drum möchte ich hier nochmals die wichtigsten Punkte gerne zusammenfassen. Invektivität ist ein neues Wort, was tatsächlich hier in Dresden erfunden wurde. Es ist entwickelt worden als ein bewusst abstraktes Konzept, was dazu dienen soll, ganz verstreut vorliegende Forschungsansätze zu einem sehr, sehr vielfältigen und vielförmigen Phänomenfeld herabsetzender Kommunikation mal zu bündeln, um überhaupt mal eine gesammelte Perspektive darauf werfen zu können. Es gibt natürlich eine terminologische Vorlage. In der antiken Rhetorik kennen wir die Oratio Invectiva, die auch manchmal mit Schmährede oder einfach als Invektive übersetzt wird. Das ist eine ganz bestimmte Redegattung vor Gericht zum Beispiel, die speziell darauf abzielt, eine bestimmte andere Person zu diskreditieren. Allerdings ist das, was mit invektive Kommunikation gemeint ist, viel, viel weiter gefasst als tatsächlich nur diese rhetorische Kunstgattung. Gehen wir nochmal zu dieser Definition zurück. Da wird es nämlich sehr schön deutlich. Da heißt es, es beschreibt begrifflich jene Aspekte von Kommunikation, und jetzt kommt schon die erste Erweiterung, verbal, aber auch nonverbal, mündlich, schriftlich, gestisch oder bildlich, also weit über die Schmährede hinausgehend. Und dann heißt es weiter, die geeignet sind, herabzusetzen, verletzen oder auszugrenzen. Eine Sache ist hier ganz entscheidend, dass hier nämlich überhaupt nicht von Intentionen die Rede ist. In der Schmährede haben wir es mit Reden zu tun, die ganz gezielt in der Absicht geschrieben und dann gehalten werden, um jemanden herabzusetzen. Mit Invektivität wird auch unbeabsichtigte Herabsetzung, zum Beispiel Formen von struktureller Diskriminierung, werden dann genauso erfasst, solange sie eben bestimmte Effekte haben, nämlich Effekte der Herabsetzung, der Verletzung und der Ausgrenzung, ganz unabhängig davon, was diejenigen, die diese Handlungen vollziehen, damit eigentlich bezweckt hatten. Und das heißt dann, wenn wir uns klar machen, es geht um die Effekte, wie können wir die feststellen? Es reicht also nicht, uns tatsächlich nur die eigentlichen invektiven Akte selbst anzugucken, sondern wir müssen uns auch das anschauen, was die Anschlusskommunikation genannt wird. Das Zitat von Ellerbrock et al. Erscheinungsformen und Funktionen des Invektiven können deshalb angemessen nur als performatives Geschehen, im Sinne von Austin, als relationales Geflecht von Zuschreibungen, Resonanzen und Anschlusskommunikationen sowie im Kontext ihrer sozialen
diskursiven und medialen Ermöglichungsbedingungen verstanden werden. Ganz einfaches Beispiel, Sie kennen ja die Debatten darum, dass jetzt zum Beispiel Kant, der berühmte Philosoph Kant, doch ziemlich stark in die Kritik gerät in letzter Zeit, weil er doch ziemlich wüste, rassistische Schriften auch verfasst hat. Und das ist natürlich jetzt eine Form von Umdeutung, die nach vielen, vielen Jahrzehnten oder in dem Fall sogar Jahrhunderten vorgenommen wird. Hier haben wir also so eine Zuschreibung von invektiver Kommunikation, die sich erst mit einem historischen Abstand ergibt. Ja, das ist ein Beispiel, aber wir kennen das auch im Alltag, dass wir gar nicht die Absicht haben, jemanden zu beleidigen, in seiner Reaktion aber merken, dass er beleidigt ist oder sie und dann über die beleidigten Reaktionen überhaupt erst unser Blick darauf gelenkt wird, dass sich hier sowas wie Herabsetzung ereignet hat. Ja, und deswegen müssen die Anschlusskommunikationen immer mit berücksichtigt werden. Das Ganze können wir tun, indem wir uns klar machen, dass sich invektive Kommunikation in einem triadischen Verhältnis abspielt. Es gibt ganz grundlegend, das leuchtet ein, die Invektierenden und die Invektierten. Entscheidend ist aber auch, dass es auch ein Publikum gibt. Ja, es gibt natürlich Situationen, wo man nur zu zweit eine Bootsfahrt, Ruderboot unternimmt, auch da kann man sich beleidigen, aber in vielen Fällen ist eben doch ein Publikum involviert und wenn sie vor Publikum herabgesetzt werden, ändert sich natürlich auch ihre Toleranzschwelle ganz maßgeblich. Ja? Das Publikum ist somit konstitutiv für das, was wir als invektive Kommunikation beschreiben. Das wirkt vielleicht ein bisschen statisch, dieses Modell, wir müssen uns aber klar machen, dass das auch immer im Fluss sein kann. Invektierende können selber auch zu Invektierten werden, im Falle von Retourkutschen zum Beispiel. Publikum, was zunächst mal unbeteiligt sein kann, kann sich einmischen und kann auch sich auf die Seite der Invektierenden oder auch auf Seiten der Invektierten schlagen. Denken wir an Solidarisierungspraktiken, in sozialen Medien, ja, bei Shitstorms zum Beispiel, können wir uns mit den Leuten solidarisieren, die Opfer von solchen Empörungswellen werden. Und all die, die solidarisiert werden, können dann wiederum auch mit invektiv adressiert werden. Ja? Und gerade diese flexiblen Positionsverschiebungen in dieser Triade sind vielleicht besonders interessant für die Analyse. Wenn wir Invektivität beschreiben, können wir, das haben Sie gelesen, auch Arenen und Lizenzen von Invektivität beschreiben. Arena ist eine Metapher, ja? Wir können uns aber tatsächlich auch Sportarenen vorstellen. Ich hatte das schon erwähnt, Sportarenen, wo invektive Kommunikation auf eine gewisse Art erwartbar ist, da gehört es dazu und ist gerade in seiner Erwartbarkeit auch auf eine gewisse Art und Weise eingehegt. Also nur weil man von den gegnerischen Fans als Hurensohn beschimpft wird, wird man sich als Fußballfan nicht wirklich persönlich beleidigt fühlen. Das heißt, an bestimmten Orten haben bestimmte Menschen bestimmte Lizenzen, bestimmte Freifahrtscheine für invektive Kommunikation und das gilt zum Beispiel auch sogar im Bundestag, ja, gibt es sowas wie Zwischenrufe, die in bestimmten Formen auch ein bisschen zur Kommunikationskultur dazugehören im parlamentarischen Betrieb und auch den Bundestag können wir deswegen als eine Arena des Invektiven mit bestimmten Lizenzen zu bestimmten Arten von invektiver Kommunikation beschreiben. Wir müssen uns klar machen, dass Invektivität zweigesichtig ist, ja? Janusköpfig, können wir sagen. Es hat natürlich, und da ist primär immer der Blick drauf gerichtet worden, auch in der Forschung, es hat natürlich destruktive und exkludierende Funktionen. Es setzt Menschen herab, es verletzt, es grenzt aus. Allerdings ist es genau darin auch durchaus produktiv. Ja? Denken wir nur daran, dass sich eben ganze Beschimpfungskulturen entwickeln können. Denken wir an solche Kunstgattungen wie Battle Rap, ja, die also ganze Kunstformen hervorbringen und die dann auch wieder inkludierend wirken. Wenn
Menschen, die gemeinsam andere Menschen ausgrenzen, werden in ihren Ausgrenzungshandlungen wieder als Gemeinschaft zusammengeschweißt. Na, das können wir bei Formen von Diskriminierung beobachten. Da ist es auch beschrieben worden in der Forschung, dass diskriminierende Kommunikation nach außen hin ausgrenzt, aber die Diskriminierenden auch wieder zusammenschweißt. Und diskriminierende Personen können sich ihrer eigenen Normalitätsvorstellungen versichern und ihres eigenen Zusammengehörigkeitsgefühls versichern, indem sie sich von anderen abgrenzen. Und genau diese beiden Seiten gilt es immer im Blick zu behalten, wenn wir invektive Kommunikation untersuchen. Schließlich, und das ist für die Linguistik natürlich auch interessant, haben wir auch tradierte Formensprachen invektiver Kommunikation. Es gibt bestimmte sprachliche Mittel, die sich besonders dafür eignen. Schimpfwörter, zum Beispiel bestimmte Arten von Vorwürfen. Und auch dazu gibt es natürlich jede Menge Forschung. Man darf aber das bestimmt nicht zu statisch sehen. Es gibt wahrscheinlich kein Schimpfwort dieser Welt, was immer und ausschließlich in jeder einzelnen Situation automatisch verletzen würde. Das ist von vielen, vielen Faktoren abhängig. Und selbst sowas wie das N-Wort, wo es doch einen ziemlichen Konsens gibt, dass das immer in allen Fällen diskriminierend rassistisch ist, ganz egal, in welcher Absicht man es verwendet. Da gibt es vielleicht doch immer noch eine Ausnahme, nämlich wenn die diskriminierte Gruppe es selber verwendet. Ja? Und das tun sie manchmal. Also vor allem die englische Variante wird ja von Schwarzen in USA tatsächlich auch als Selbstbezeichnung verwendet. Und dann stellt sich die Sache vielleicht doch nochmal ganz anders dar. Ja, insofern muss man auch hier einen dynamischen Blick auf Verwendungskontexte von Schimpfwörtern werfen und nicht so sehr von diesem rein statischen Formeninventar. Das in aller Kürze die Grundpfeiler des Konzeptes von Invektivität. Wir werden das gleich in der Sitzung noch vertiefen, dann vor allem auf Material anwenden. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.